Oh, moin, moin. Ja, es ist schon wieder vieles los in der Welt, ne? Ja, ich hab heute Morgen, ich bin so ein Weg zur Arbeit, ich habe heute Morgen gedacht, da spuckt doch das Pferd wieder im Kreise. Ich brauche Steuerentlastung für kleine und mittlere Leute. Unternehmen. Okay, so weit, so gut. Klingt gut, klingt gut. Klingt nach einem schönen Plan. Mhm. Aber wie wär's denn mal mit einer Steuerhilfe oder einer steuerlichen Beistehung für die Altsteuerbelastung? Sprich, vorletztes Jahr. Ja, was die Menschen da eigentlich so richtig runtergezogen hat. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht um das Jetzt und was in der Zukunft ist, weil es geht wieder nur darum, nächstes Jahr ist, was übernächstes Jahr ist, was dann ist. Das ist ja nicht Schwerpunkt. Der Schwerpunkt liegt doch in der jetzigen und in der Vergangenheit. Form. Und nicht in der Form, was könnte in einem Jahr und was passiert dann danach und was kommt dann danach. Sondern die Problematik ist ja nun mal, was jetzt war. Das heißt für uns definitiv, das ist schon wieder eine Verarschung. Ja? Denn das ist jetzt im Prinzip eigentlich schon wieder eine Einladung für all diejenigen, die krumme Geschäfte versuchen. Oder irgendwo ihren Profit damit aufbessern und irgendwie ihren Vorteil daraus ziehen. Besser wäre es doch einfach mal hinzugehen, zu gucken, wo liegt jetzt der Schwerpunkt und welche kleineren Firmen, also Selbstständige und kleinere Betriebe etc., mal einfach ranzunehmen, zu gucken, okay, da und da ist ein Problem, er arbeitet. Nehmen wir jetzt mal ich bin ein Solo-Selbstständiger. So, jetzt gucken wir mal. So, wo liegt der Schwerpunkt? Er geht arbeiten, er hat Aufträge satt, er malocht, aber im Großen und Ganzen durch Krankenkassenbeiträge, Steuervorauszahlungen, Renteneinzahlung, Sparpläne für die Zukunft, Steuerberater etc., alles was so anfällt. Ne? Rechnen wir mal alles so zusammen. So. Dann sind wir irgendwo im Prinzip, gehe ich nur damit arbeiten, sagt man auf Deutsch gesagt, gehst du ja nur noch arbeiten für den Fiskus. Letzten Endes, plus minus bleibt da ja gar nicht viel über, weil die Kosten nun mal alle ermesslich steigen. Das ist jetzt ein Beispiel, einfach nur so, um zu sagen, so, ne? Wenn ich da jetzt hingehe und ich sage, ja, dann gucken wir nächstes Jahr mal oder übernächstes, was wir da machen können, dann ist es auch schon zu spät. Und das ist wieder der Clou an der Sache, das wissen die. Ja, die verarschen euch wieder. Es geht halt nur darum, darauf zu warten, dass immer mehr Firmen insolvent, pleite, kaputt gehen. Weil, warum? Logischerweise, umso weniger muss ich tun. Ja, das kann man so ungefähr mit ganz nicht so zivilisierten Völkern nehmen. Also das ist jetzt nicht ausländerfeindlich, ich bin jetzt heute mal nicht ausländerfeindlich, sondern das ist auf jetzt tatsächlich auf Völker spezialisiert, die ich jetzt meine, irgendwo im tiefsten Dschungel, weiß der Geier was, mit Krankheiten, mit Tod. Ja, dort ist es so, da lassen die ja auch die Leute, alles was dort krank, was stirbt, das wird liegen gelassen. Man wartet ab, weil man sich die Kraft und die Mühe, weil die auch die Mittel natürlich nicht haben, aber die Kraft und die Mühe auch gar nicht auferbringen, sondern die lassen es einfach geschehen. Und genau so ist das jetzt auch. Ja, Fakt ist wieder, die lassen das geschehen. Die wissen ganz genau, 1-2 Jahre noch, maximal 3. Dann sind wieder 20-25% von der Bildfläche verschwunden. Und wieder weniger Leuten muss man irgendwas erzählen. Und das geht eh immer so weiter. Das ist ein Teufelskreis eigentlich. Verstehen viele leider nicht, glauben viele auch nicht und haben uns das auch so noch gar nicht in Betracht gezogen. Aber tatsächlich ist das so. Das ist
jetzt ja kein Hirngespinst. Denn wenn die Politiker wirklich den Übelst an der Wurzel packen würden, dann würde man sagen, so komm, pass auf. Es gibt jetzt zum Beispiel von der, wir greifen das jetzt mal ganz hoch, wir gehen mal hin und machen das so, zack, jeder Selbstständige, jedes kleine Unternehmen bekommt vom Staat ein Startkapital. Ja, ohne Schnickschnack, ohne dass ich die Schufa abfrage, ohne dass ich gucke, was hat der für Bilanzen, sondern das steht jedem zu, unbürokratisch und ohne größeren Aufwand wäre das machbar. Man sagt dann je nach Größe, wenn jetzt ein Solo-Selbstständiger da ist, meiner Meinung nach sollte man dieses da mal umgekehrt machen. Selbstständige Leute, die dann alleine oder nur ein, zwei Leute haben, sollten in der Regel meiner Meinung nach mehr erhalten wie einer, der 20 Mitarbeiter hat. Warum das Ganze? Wer 20 Mitarbeiter hat, der hat auch was zu tun. Und wer 20 Mitarbeiter hat, hat auch dementsprechend Quellen und Einnahmen. Daher ist meines Erachtens nach das so nicht richtig. Ja? Und jemand, der alleine ist oder nur eine Person hat, das liegt doch gar nicht immer vielleicht daran, weil er keine Aufträge hat oder sonstiges. Es hat auch was damit zu tun, weil Mitarbeiter einfach zu teuer sind. Ja, das ist ja, Faktum ist das so. Das ist bei mir auch so. Selbstständige sind einfach zu teuer. Wenn du selbstständig bist, welche mit einzustellen. Entschuldigung, so meine ich das. Das ist einfach zu teuer, die Kosten zu tragen. Dementsprechend deckt sich das gar nicht. Also wäre es ja mal ganz sinnvoll, da mal ein bisschen so den Kopf einzuschalten und zu sagen, okay, ja. Und das Ganze auch dann tatsächlich so zu machen, dass die da auch keine Angst haben müssen, so, oh, nächstes Jahr muss ich den Mist zurückbezahlen. Da finde ich, sollte man dann auch einfach gucken und sagen, vom Start her, okay, wir lassen das so laufen. Die und die Leute bekommen das und dann ist das Thema durch. Und dann kann man mal gucken. Und dann kann man ja hinterher immer noch schauen, wenn die Kohle stimmt und wenn das alles wieder läuft, dann kann man ja zum Beispiel Kleinstbeträge monatlich zum Beispiel zurückerstatten. Ja? Das ist einfach so meine Meinung, so, was man da so mal machen könnte. Das ist nur ein Beispiel. Ja, es gibt da noch zig andere Ideen und Beispiele, die es gibt oder die ich hätte. Aber das wäre zum Beispiel so das Einfachste. Denn das beste Beispiel ist ja auch einfach, ich weiß es aus eigenen Erfahrungen und auch hier im eigenen Kreisen. Es sind viele Dinge, die einfach nicht mit rechten Dingen zugehen. Es wird nichts dagegen getan. Es gibt ja zum Beispiel ein Unternehmen, das in der gleichen Branche ist wie ich. Der ist seit 2 Jahren hier, hat 15 rumänische Angestellte, hat drei Stockhäuser gekauft. Innerhalb von 2 Jahren. Mein Beruf ist kein gelernter Beruf auf dem Bau. Ich bin auf dem Bau, es ist kein gelernter Beruf. Und das ist nicht machbar. Das ist durch harte Arbeit und noch so viel Schweiß in 2 Jahren nicht machbar. 15 Leute zu beschäftigen, 9 Pritschenwagen zu besitzen, darunter 3, 4 neueste Modelle, darunter 8 Anhänger, Großanhänger zu besitzen, das ist in 2, 3 Jahren nicht möglich. Definitiv nicht. Und das leuchtet auch jedem ein. Ich weiß, dass tatsächlicherweise der Zoll auf Deutsch gesagt, ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber ich weiß, dass die in der Prüfung sind, dass die hinter denen her sind, weil auch da halte ich mich nicht zurück. Da bin ich eiskalt. Ich habe da mehrmals schon versucht, auch gegen anzugehen. Vielleicht werde ich auch bald Erfolg haben. Das wird sich jetzt herausstellen, weil es einfach nicht richtig ist. Ja, der Deutsche arbeitet, der Deutsche macht, der Deutsche tut und es kommen irgendwelche Havaks daher, so wie in diesem Fall, und klatschen in 2 Jahren da ein Imperium hoch, wie Trump damals. Also das ist irgendwo, ja, da kann was nicht stimmen. Das ist immer Fakt. Aber nun ja, das ist ja jetzt nicht das eigentliche Thema, aber nur mal so am Rande. Wie gesagt, das ist schon wieder eine Bullshit-Laberei. Lasst euch davon jetzt auch nicht wieder beirren, weil 3/4 davon stimmt einfach nicht, was sie euch erzählen. Das ist einfach Fakt. Ja?
wenn die wirklich dieses Problem lösen wollten, dann wäre es tatsächlich so, dass man auch in die Vergangenheit reingreift und da irgendwo schon hingeht und sagt so und so. Leider ist das ja nicht so. Ja, es geht jetzt wieder, was in der Zukunft ist. Und in der Zukunft kann schon für einige Betriebe so einiges zu spät sein. Das wollte ich eigentlich nur mal so erwähnt haben. Deswegen so am Rande mal daher. Egal. Das war's dann erstmal von mir. Wir hören und sehen uns und bis dann und ciao.